Ja, wir sind jetzt unterwegs, gestartet in Schwendle und wollen auf den Elfer, den Winterelfer, den man gut mit den Skiern machen kann. Die Sicht ist jetzt nicht so super berauschend, aber doch so, dass das ohne Probleme alles funktionieren wird. Wir sind heute unterwegs am Montag, dem 25. Januar. Am Fest der Bekehrung des heiligen Paulus. Also für uns Christen doch eine ganz wichtige Sache, weil es ist ja der Apostel schlechthin, der Völkerapostel. Und mit dem wollen wir uns heute auch ein bisschen beschäftigen. Was meinst du, hätte der heilige Paulus im Winter auch Skitouren gemacht? Hätte er gewusst, dass in Germanien noch ganz viel zu missionieren gewesen wäre, wäre er sicher froh gewesen, wenn er da die entsprechenden Werkzeuge gehabt hätte, um über die Alpen zu stapfen. Also 2008 gab es damals, schon ein bisschen her, ein Paulusjahr. Das hat Papst Benedikt XVI. Damals für die Kirche vorgeschlagen, weil das nämlich die 2000-Jahr-Feier der Geburt des heiligen Paulus war. Also sprich, der Paulus ist im Jahr 8 nach Christus geboren und er war Jude, hatte aber die römische Staatsbürgerschaft, also ganz interessant. Er hat also so zwischen den Kulturen gelebt, zwischen der jüdischen Kultur und der römischen Kultur. Er konnte auch Griechisch, also die griechische Kultur hatte auch noch Einfluss auf ihn. Also er war sehr gebildet, sehr gelehrt, hat beim Rabbi Gamaliel hat er studiert und kannte sich deswegen sehr, sehr gut aus mit den Schriften der Tora. Und von daher ist auch verständlich, dass er sehr, sehr geeifert hat gegen das Christentum, weil er vom jüdischen Verständnis her damals eben zuerst gedacht hat, dass das Christentum eben eine Sekte ist, beziehungsweise die Gebote Gottes, die im alten Bund drinstehen, verletzt. Und deswegen hat er also ganz, ganz voller Eifer und auch, ja, fast mit Verbitterung, könnte man fast sagen, auch das Christentum verfolgt, bis er dann sein Schlüsselerlebnis von Gott geschenkt bekommen hat, das sogenannte Damaskus-Ereignis. Ja, er ist natürlich ein großes Vorbild, weil sein Herz für Christus gebrannt hat. Also so sehr gebrannt, dass er ja alles Mögliche auf sich genommen hat. Er wurde ja echt hart verfolgt von allen möglichen Leuten, die das Christentum bekämpft haben. Dann wurde gegeißelt, gesteinigt. Aber die Liebe zu Christus war so groß, dass er das auf sich genommen hat. Und genau insofern ist er da in dem Punkt wirklich ein ganz großes Vorbild für mich. Was würde der heilige Paulus zu diesem Wetter sagen? Der heilige Paulus war ja auch mal in einem Sturm. Vom Alter, da hatten sie Schiffbruch. Dazu später mehr. In Christus bin ich stark. Frei nach Paulus. Oben ist irgendwo der Winterelfer versteckt. Im Whiteout. Wir sind kurz unterhalb vom Gipfel. Und brauchen eine kleine Stärkung. So, jetzt sind wir also tatsächlich auf dem Winterelfer. Wir haben es geschafft. Die letzten Meter gehen wir zu Fuß hier. Sehr geil! Wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke. Vor dir neigt die Erde sich. Und bewundert deine Werke, wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. Also, wir haben es hier durch eisigen Wind, wirklich Sturm, haben wir es geschafft, hier auf den Winterelfer zu steigen. Und das erinnert mich an eine Erzählung aus der
Apostelgeschichte. Der heilige Paulus ist mit dem Schiff nach Italien übergesiedelt, gesetzt, und vor Malta kam er also in einen Schiffbruch. Und das Schiff geht unter, aber Paulus sagt, hab keine Angst, alle, die hier auf dem Schiff sind, die werden gerettet. Und tatsächlich alle schaffen es, sich an Land zu retten. Und Hans Urson Balthasar hat ein schönes Bild dafür. Er findet in diesem Schiff die Kirche verwirklicht. Und er sagt, die Kirche ist notwendig hier auf dieser Erde, um uns hinüberzubringen ins ewige Leben. Aber im ewigen Leben brauchen wir die Kirche tatsächlich nicht mehr. Es kommt doch tatsächlich die Sonne ein bisschen raus und wir sehen hier sogar jetzt ein bisschen was. Naja, gut, es ist übertrieben, aber mehr als auf jeden Fall beim Aufstieg. Und dieses helle Licht der Sonne, das erinnert uns natürlich an den heiligen Paulus, wie er vor Damaskus ein besonderes Erlebnis hatte. Paulus war unterwegs und war ausgestattet mit Vollmacht, nämlich Christen gefangen zu nehmen und dann auch ins Gefängnis zu sperren. Aber auf dem Weg dorthin hat Gott eingegriffen, Jesus hat eingegriffen und hat ihn geblendet mit einem hellen Licht, sodass er vom Pferd, er ist zu Boden gestürzt. Genau so steht es in der Bibel. Er ist zu Boden gestürzt und war dann erstmal blind und ist dadurch, das ist seine Bekehrung, das ist sein Bekehrungserlebnis, dass ihm da Christus begegnet ist und er geblendet niedergestürzt ist. Ja, und dass der Beginn seiner christlichen Apostelkarriere war. Wir befinden uns am Abfahrtshang direkt vom Gipfel. Und der Sebi zeigt uns jetzt seine Skifahrerkünste bei perfektem Pulverschnee. Wow, cool!